Hallo ihr Lieben, es geht heute wieder nach Italien, aber diesmal in den Norden. Und wie Deutschland auch ist, Italien im Süden und im Norden und in Mittelitalien sehr, sehr unterschiedlich. Im Norden Italiens herrscht eher die Wirtschaft, die Industrie, in Mailand ganz besonders die Mode natürlich. Und genau dahin geht unser Ausflug heute, nach Milano. Eines der Must-Sees in Mailand ist wohl das letzte Abendmahl von Da Vinci. Und ein Freund hatte mir erzählt, dass man dafür eigentlich online oder telefonisch vorreservieren muss. Aber als ich meine Reise geplant habe, war alles schon irgendwie auf 2 Monate ausgebucht. Ich habe zwar auch gelesen, dass man versuchen kann, früh hinzugehen und eine Karte zu bekommen, aber ich muss gestehen, ich habe mir gar nicht so viel Hoffnung gemacht, da irgendwie reinzukommen. Bin aber natürlich als erstes, als ich nach Mailand gekommen bin, erstmal hingelaufen. Und als ich an der Kirche ankam, an der Santa Maria della Grazie, habe ich den kleinen Innenhof des Klosters entdeckt. Und der war total schön und so friedlich und harmonisch. Und dann bin ich erstmal zum Eingang gegangen für das letzte Abendmahl. Und es waren tatsächlich gar nicht so viele Menschen da. Es war so kurz nach 8 und ich habe mich angestellt, aber die Dame an der Kasse meinte, wenn ich nicht reserviert hätte, dann soll ich mich halt in die Schlange stellen und gucken, ob ich so noch Tickets bekomme. Es waren genau 3 Leute vor mir da und kurz nach 8 hatte ich mein Ticket und war in der Schlange, um mir das Abendmahl anzugucken. Und ich hatte noch nicht mal Zeit gehabt, mir irgendwas durchzulesen, weil ich im Grunde schon durch die 2 Schleusen geführt wurde und dann vor diesem Meisterwerk stand und einfach nur sprachlos war, weil, wie gesagt, ich hatte nicht damit gerechnet. Und jeder, der Sakrileg gelesen oder gesehen hat, ich glaube, dem fallen sofort all die Dinge ein, die Robert Langdon in dieses Bild interpretiert hat oder entziffert hat. Und so war es auch bei mir. Aber man hat insgesamt pro Gruppe immer nur 15 Minuten Zeit, darf seine Fotos machen ohne Blitz und muss dann wieder raus. Aber auch die angrenzende Kirche zum Beispiel ist unglaublich schön. Und dieses Motiv des letzten Abendmahls findet man eigentlich, sei es als Gemälde oder Kupferstich oder Skulptur, also in Stein gemeißelt, ich glaube, in vielen, vielen Kirchen in Mailand habe ich dieses Motiv gefunden. Und wie ich ja schon mal gesagt hatte, habe ich ein kleines Faible für Kirchen mittlerweile. Deswegen war eines meiner nächsten Ziele die Basilika di Sant'Ambrogio, die eigentlich sogar bei den Einwohnern Mailands einen höheren Stellenwert hat als der Dom. Weil sie dem Schutzpatron der Stadt gewidmet ist, dem heiligen Ambrosius. Und als ich ankam, fing gerade eine Messe an. Also es waren einige Nonnen, die gerade in die Kirche liefen. Und dann fing die Messe an. Im Süden der Stadt befindet sich der Stadtteil Naviglio, durch den man durch die Porta Genova kommt. Und hier findet man die Wasserwege, die genutzt worden sind, um den Marmor für den Dom zu transportieren. Und Naviglio ist mittlerweile oder gilt als das Künstlerviertel. Hier gibt es ganz viele schöne Ateliers und Werkstätten in so süßen, kleinen, bisschen verwachsenen, verwilderten manchmal sehr gepflegten Hinterhöfen. Es gibt einen bekannten Antikmarkt und eine große Markthalle. Und das ist tatsächlich so, war ein Stadtteil, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und was natürlich zu Italien gehört, was ich bisher ganz vergessen habe, Gelato. Und morgen geht es in den Stadtteil Brea und natürlich zum Dom. Bis morgen!